Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute auf Wunsch vom guten Nikolas den Clown mit den Perks Nervenkitzel der Jagd, Ruin, Geflüster und korrupte Intervention. Und ich habe zwei Addons dabei, einmal eine zusätzliche Flasche und einmal fülle ich meine Flaschen ein bisschen schneller auf. So. Ich bin mal gespannt, wie ich mich mit dem Perk schlagen werde. Das sind alles keine Perks, die ich sehr häufig benutze. Da habe ich einen Adam gesehen. So, gehen wir mal hinterher. Da hat er Balanced Landing dabei. Oh, da ist er ja schon. Hi! So, direkt mal einen mitgegeben. Und weiter hinterher. Da ist jemand an meinem Totem. Das kann ich so nicht akzeptieren. Einmal. Gerade sagen, wo sind die jetzt hingerannt? Okay. Kriege ich sie noch vor der Palette? Nein, leider nicht. Aber dafür ist die Palette jetzt weg. Ist da schon wieder jemand an meinem Totem? Unfassbar. Ah, eine Mac. Eine verletzte Mac. Verrückt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die bringe ich mal den Haken da vorne. Da hat die kein Gejammer dabei. Wieso habe ich das nicht gesehen? Egal, hat jetzt auch nicht so viel Acht drauf. Da ist wohl wieder jemand an meinem Totem. Nein, da ist kein Totem. Zerstören die Haken? Naja, dann sollen sie mal Haken zerstören. So, Flaschen könnte ich auch mal auffüllen. Vorne sind Rennspuren und da wird gerettet. Von Adam. Wo ist er denn, der Gute? Da vorne läuft er lang. Geht wieder jemand an meinen Tote? Leute, könnt ihr das mal bleiben lassen? Hallo Bill? Ihr solltet einfach nur meine Totems so lassen, wie sie sind. Da ist er ja. Und da geht wieder jemand an meinen Totem. Ah, den Bill müsste ich aufhängen können und dann rechtzeitig noch dort sein. Hoffe ich. Poker ich jetzt einfach mal. Ich muss auf jeden Fall anfangen, Leute aufzuhängen. Ja, erster Generator wurde gemacht. Verdammt! So viel zum Thema Pokern. Das ist wieder die Mac. Sorry, Schätzchen, ich will dich jetzt nicht tunneln, aber wenn du so kackendreist das Totem durchziehst, während du noch genau mitgekriegt haben solltest. Dass ich auf dich zugelaufen komme. Die Palette mache ich mal weg, vorsichtshalber. Und. Ah, die läuft weiter. Läuft noch weiter. Ja, die läuft zum Bus. Wo ist sie jetzt hin? Da läuft sie zurück. Ne, die läuft um den Stein drum rum. Wo hat's da geknallt? Wieder in meinem Totem. Bist du in den Schrank rein? Ich hab's genau gesehen. Was ist los mit dir? So, ab an den Haken mit dir. Und... ich weiß nicht, ob es an meinem Totem geknallt hat, muss ich sagen. Ja, hat's dann wohl. Gucken, ob ich den Adam diesmal erwische. Ja, Bill, verpiss dich. Ich hab dich gesehen. Aber dich hatte ich schon. Deswegen... ah, ich hab gedacht, er springt da drüber. Okay, hat er gut gemacht.
So, du hast doch bestimmt Dead Heart dabei, oder? Nein, hast du nicht. Auf jeden Fall sind jetzt beide Totems weg. Das heißt, sie können die Gens ohne Ruin durchziehen. Aber das ist jetzt erst der zweite Generator. Also ich muss sagen, das hat mir schon ganz gut Zeit rausgeholt jetzt. So. Aber jetzt sollte ich auf jeden Fall aktiv anfangen, Generatoren zu überwachen. Und hier mal ganz dringend dran treten. Ja, so. Da hinten wurde ein Generator gemacht. Vielleicht sitzen die auch schon oder der, die das. Hier am nächsten Generator, ja. Hi, Nancy. So, die Palette ist weg. Deswegen muss ich mir hier keine Gedanken mehr machen. Wo gehst du hin? Dann ernst? So, den Treffer gebe ich mit. Dann ist er jetzt erstmal ein bisschen beschäftigt. Der rennt hier weiter. Einmal. So. Fuck, da geht er in den Bus rein. Nein, 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 nein. Geht's da hinten raus? Nein. Okay, hier kann er mich jetzt eigentlich ganz gut hinhalten, wenn er sich clever anstellt. Deswegen schmeiße ich hier mal eine Flasche hin. Oh, da ist er schon ein Stück weiter gegangen. Ich gucke mir jetzt erst die Generatoren nochmal an. Da hinten ist, glaube ich, die Mac, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Legacy kann dich halt böse verraten, Schätzchen. Es tut mir leid. Aber damit bist du jetzt der Erste, der tot ist. Aber ich brauche das jetzt. So. Genau deswegen nämlich. Aber die letzten drei Generatoren sind sehr nah beieinander. Okay. Das kann sich jetzt durchaus ein bisschen ziehen. Der geht noch zurück. So. Da arbeitet keiner dran. Geflüster ist aktiv. Oh wow! Oh wow! Hui! Hi! Das war jetzt einfach nur... weil Geflüster hier so laut war, sage ich jetzt mal. Ich spiele so gut wie nie mit Geflüster. Deswegen kann ich nie so wirklich einschätzen, wie nah die Leute jetzt wirklich sind. Aber das war mir doch gerade ein bisschen zu laut. Da ist Adam. Ich drehe aber erstmal den Generator, dass der weiter zurückgeht. Guck mal da vorne, was hier los ist. Gar nichts. Und hier auch nichts. So, dann kann ich tatsächlich mal gucken, ob ich den Adam finde. Ah, die Palette hier mach ich mal kaputt. Der geht noch zurück. Ist der in den Schrank rein? Nein. So. Okay, da... ich sollte mal öfter mit Geflüster spielen. Da ist, rennt Adam wieder weg. So, jetzt komme ich mal von hier und hoffe. Die Palette steht leider nicht mehr, mein Freund. Aber deswegen kriege ich den Schlag hier durch. Okay, das ist doch schon mal was. Wo geht er jetzt hin? Wo geht er jetzt hin? Ganz... ganz weit weg von den Gens. So, perfekt. Das war jetzt wichtig. Da
Da ist auch direkt ein Haken, dass ich direkt zu den Gents zurück kann. Da hat er nicht so viel Zeit rausholen können jetzt. So, erst zurückgehen, Survivor von den Gents vertreiben, dann Flaschen auffüllen. Aber das, jetzt muss ich erstmal schnell unterwegs sein. Oh ja, genau deswegen nämlich. Da vorne sind Rennspuren. An dem anderen Generator. So, der ist definitiv schon viel zu weit. Hier muss ich auch dran treten, das geht eigentlich. Dürfte so bei einem Viertel sein. So, jetzt kann ich die Flaschen auffüllen. Geh nochmal hierhin zurück, ob da einer so frech war. Nein, der geht auch noch zurück. Da hat keiner Lust drauf, auf den da hinten. So, bevor ich jetzt irgendjemanden wieder lange verfolge, will ich jetzt erstmal, dass die Generatoren wieder ein gutes Stück zurückgegangen sind. Hier habe ich wieder Geflüster. Naja, kann ja nicht schaden. Ich wollte doch gerade sagen, hier ist doch jemand. Der kann gerne wegrennen. So, die Nancy dürfte tot sein, wenn ich das nächste Mal habe. Aber bevor ich hier irgendjemanden verfolge, wird hier nochmal dran getreten. Mhm. So nämlich, meine Freunde. Hi, Bill. Da vorne ist Adam. Da rennt er zurück. So. Ist da noch eine Palette? Ja. Die mache ich weg. So, Adam, mein Freund. Wo gehst du hin? Muss ich erstmal wieder dran treten? Ja. What? Ich hab gedacht, hier wäre eine. Okay, hier ist eine Palette. Wo geht ihr hin? Zum anderen. Nein, 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 nein. Adam war auf dem Weg zu dem Ausgang. Hier ist die Luke. Einmal. So, wenn ich den jetzt habe, ist er tot. Bisschen langsamer machen. Da ist die Luke. Hätte ich geschlagen, hätte ich ihn kriegen können. So. Na, ja, da sind die Tore auf. Da werde ich auch leider nur die zwei erwischen. Na, einer ist raus. Die Luke mache ich zu, die Punkte nehme ich noch mit. Weil der andere wird safe im Ausgang stehen. Die sind beide dahin gelaufen. So, dann gehen wir dahin, jagen den Bill noch raus und dann ist die Runde vorbei. Ich hätte gerne mehr erwischt, aber es ist verdammt schwer mit Perks, mit denen man nicht oft spielt. Egal, ob jetzt gut oder schlecht. Also ob die Perks gut oder schlecht sind, wenn man es nicht oft spielt und die Nutzung nicht gewohnt ist, sage ich mal. Okay, der ist Richtung Ausgang. Ach, das ist die Nancy, wo noch nicht draußen ist. Ja, ich finde es verdammt schwer mit Perks, mit denen man nicht häufig spielt, klarzukommen. Wenn ich die mal öfter spielen würde,
Würde es bestimmt auch besser funktionieren, also die jeden Perk für sich. Ich meine, Ruin war zerstört, damit war Nervenkitzel der Jagd nutzlos, also haben mir da schon mal zwei Perks gefehlt. Korrupte Intervention ist auch nur die ersten, ich weiß gar nicht wie lange aktiv, also habe ich quasi nur mit korrupte Intervention ist die ersten 80 Sekunden aktiv und ist damit auch aus dem Spiel. Das heißt, nachdem sie meine Totems zerstört haben, habe ich quasi nur noch mit Geflüster gespielt und damit kann ich nicht umgehen. Zählt die Ausrede, dass sie alle einen besseren Rang hatten als ich? Okay, es war trotzdem relativ spannend. Ich hätte mir am Schluss gerne gewünscht, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Druck hätte aufbauen können, aber die haben das auch sehr gut ausgespielt. Nikolas, ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn es nur, wenn ich schon zwei erwischt habe. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Falls nicht, dann sagt mir bitte warum. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Damit verabschiede ich mich jetzt auch wirklich. Bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein.